Willkommen zu einer Zwischenfolge von Daphne und Frau Meier. Hallo. Normalerweise sind wir zuerst immer im Garten und gehen danach in die Küche. Aber diesmal haben wir gesagt, wir machen gar nicht lange rum, denn wir haben schon geerntet. Und Frau Meier, die kocht so gern. Und geht sofort in die Küche. Wir gehen sofort in die Küche. Also, viel Spaß beim Nachkochen. Auf geht's. Bis gleich. Tschüss. Hallo aus der Küche. Hallo. Hallo. Heute haben wir die zweite Folge zum Thema Petersilie. Und da kochen wir einen Tabouleh-Salat. Petersilien-Tabouleh-Salat. Genau. Da freue ich mich. Ja. Wenn ich in Berlin arbeite, ich arbeite gerne mal und öfters in Berlin, aber früher habe ich auch öfters mal ab und zu im Quatsch Comedy Club gearbeitet. Und da gab es um die Ecke so einen leckeren, legendären Falafelladen. Mhm. Oh, das habe ich geliebt. Und die hatten auch so einen leckeren Petersilien-Tabouleh-Salat. Und immer, wenn ich da gegessen habe, du hast genau den Chef gesehen, so ein reiferer Herr. Und ich glaube, dass er ein bisschen ein Faible hatte für rundliche, blonde Damen. Immer, wenn er mich gesehen hat, hat er noch einen Schlag extra drauf gemacht. Da hat er mir immer so einen Schlag extra drauf gemacht, da hat er wohl nie verdreht. Das fand ich immer sehr charmant. Er hat auch immer so ganz freundlich mit mir gesprochen, wo ich dachte so, ja. Cookie. So, du hast jetzt da hinten, das ist Bulgur. Bulgur, genau. Genau, Bulgur, Salz, Pfeffer, die Zwiebeln kommen wir gleich mit neu, weil ich finde, wenn die dann mit quellen, sind sie ein wenig bekömmlicher. Also okay. Knoblauch und Zwiebeln habe ich da jetzt schon mal neu. Weil wahrscheinlich kommt dann die heiße Brühe oben drauf, ne? Genau, jetzt kommt die heiße Brühe drauf und... Also genau. Das ist keine Brühe, das ist nur der Gemüsefond, da ist jetzt kein Gewürz drin. Deshalb kommt das Gewürz zum Bulgur. Ne? Okay. Das ist jetzt reiner Gemüsefond. Und das lassen wir jetzt stehen und quellen. Siehst du, das quillt dann so vor sich hin. Und bis es dann soweit ist, machen wir ein wenig Gürkchen hin. Ich kriege sie schon noch so weit, dass sie sucht. Merkt ihr was? Ständig muss ich hier Gurken essen. Also nur fürs Verständnis für die Leute, die zum ersten Mal reinklicken. Ich esse Gurkensalat, finde ich lecker. Aber ich habe immer ein Problem damit, wenn man Gurken in irgendwas anderes anmacht, dann schmeckt alles nach Gurke. Aber das ist ja hier Zwangsumerziehung, was hier stattfindet bei der Frau Meier. Ja. Aber ich will nicht klagen. Nee. Ich bin ja froh, wenn ich was zu essen kriege. Aber dann gehört ein wenig was Frisches gehört auch dazu. Ja, ist ja gut. Also, haben wir jetzt die Gurken. Aber es ist jetzt nur Gurken und Tomaten. Und Kräuter, natürlich. Ne? Sind jetzt die eine Salatgurke. Jetzt schneiden wir noch die Tomätchen. Ich habe jetzt den Bulgur bei meinem Syrer am Eck gekauft. Und dann wollte ich eigentlich erst Couscous. Und dann habe ich gefragt, wo der Unterschied ist. Aber ich glaube, die konnte mir das jetzt auch nicht so recht erklären, zwischen Bulgur und Couscous. Aber ich habe sonst immer Couscous genommen. Ich glaube, der ist einfach nur ein wenig feiner. Vielleicht. Wir könnten ja mal recherchieren. Also neuerdings stehst du aber auf Zitronenabrieb. Ja, das schmeckt lecker. Und die Schale hat ja viel mehr Vitamin C als der Saft. Normal gehört Saft neu, aber der war schon so saftig. Und dann habe ich jetzt den Zitronenabrieb neu. Aber ich muss dann so lachen, weil die Frau vom Syrer hat dann gesagt, naja, wenn Sie lieber Couscous nehmen, nehmen Sie halt Couscous, da kann man das nehmen und das. Und dann habe ich mir aber gedacht, nein, ich bin heute ganz verwegen, ich nehme mal den Bulgur. Das sucht sie zu mir. Kaum sind 2 Jahre vorbei, kann man auch mal was Neues wagen. Und das fand ich dann so sehr goldig. Ja, süß. Schön, ne? Genau, jetzt haben wir Minze. Minze. Bissala, Minze. Die mache ich auch mal frisch neu. Genau. Also ich finde es schon wirklich sehr schön, dass wir jetzt da so einen Laden am Eck haben, wo noch ein bisschen mehr kultureller Input kommt. Da kann man nur der Vorland. Ich fand es immer toll, egal wo ich war. Absolut. Es ist man ja doch rumgekommen. Ich fand es immer toll, Einfluss von anderen Leuten, Inspirationen, neue Ideen, Variationen. Ich finde das immer toll und bereichernd. Und neue Geschmacksrichtungen. Eben. Ne, irgendwann, unsere Enkel erzählen dann, die Oma hat immer so einen guten fränkischen Petersiliensalat gemacht. Ja. Ne?
Ja, genau. Kriegen wir schon noch so weit. So, und so. Irgendwann schneide ich mir auch noch einmal einen Finger bei dem Trümmermesser, aber ich pass auf. Aber ich muss ja zusehen, dass ich noch eine neue Krankenschicht erzählen kann. Ja, eben. Ich finde eigentlich gar nicht, dass ich so oft irgendwie. Ja, aber wenn, dann sind es aber gleich so extreme Geschichten. Ich sag nur Pflaster. So, also das sieht schon echt gut aus. Ja, und schmeckt, ich schwöre es, fantastisch. So. Das ist toll. Also ja. Da bin ich jetzt schon mal. Jetzt tun wir noch ein wenig Öl drauf, weil die Vitamine müssen ja auch verarbeitet werden. Genau, ne? Manche sind ja fettlöslich von den Vitaminen, also die meisten eigentlich. Ja. Mhm. Genau. Sehr lecker. Und zack, zack. Zapp, zapp, da ist er schon fertig. Ja. Das ist ja fantastisch. Und? So. Also da habe ich jetzt aber wirklich Lust drauf, Frau Meier. Ich auch. Das gefällt dir jetzt, das Bild, gell? Das, ja. Das zeigst du jetzt gerne, man merkt es. Und hier ist schon das Rezept für den leckeren Tabouleh-Petersiliensalat. Ja, genau. Und wir wünschen euch gutes Gelingen. Guten Appetit. Wir freuen uns immer auf Rückmeldung, wie es euch geschmeckt hat. Oder ob ihr Varianten draus entwickelt habt. Das wäre natürlich auch toll. Vielleicht gibt es ja auch Syrer, die uns sagen, wie er richtig geht. Doch, das ist denkbar, nicht? Und ansonsten, wenn euch das gefällt und ihr keine Folge verpassen wollt, könnt ihr uns gerne abonnieren. Klickt auf die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche, Sonntagvormittag, zu einer neuen Folge. Ich freue mich auf euch. Ich mich auch. Bis dahin, bleibt gesund. Und sexy. Tschüss. Tschüss.